Ich benutze künstliche Intelligenz in der biomedizinischen Forschung, insbesondere um zu verstehen, wie Zellen Entscheidungen treffen. Wenn man das versteht, dann weiß man, wie Entwicklung entsteht, aber eben auch, was in Krankheit schief geht und vielleicht auch, was man machen kann, um dann diese Krankheit auch zu behandeln. Wir Forscher möchten Modelle der Welt bauen. Ein Modell der wirklichen Welt ist zum Beispiel eine Karte oder ein Atlas. Genauso möchte ich ein Modell des menschlichen Organismus bauen, nämlich im Rahmen eines menschlichen Zellatlas. Wir Menschen bestehen aus Zellen, alle Organismen bestehen aus Zellen und mittlerweile kann man große Datenmengen benutzen, um diese Zellen zu beschreiben. Eine der grundlegenden Fragen, fast schon Holy Grail, ist zu verstehen, wie Zellen Entscheidungen treffen, was also in der Zelle an Genregulation passiert. Wie Sie wissen, ist im menschlichen Genomprojekt beschrieben, wie die DNA aussieht. Aber wir kennen damit nur die Buchstaben, vielleicht die Wörter. Aber die Sprache, die Grammatik, die ist nicht verstanden und die versuchen wir durch AI zu beschreiben. Die Zukunft der Medizin ist datenbasiert und wir tragen mit AI dazu bei, diese Daten zu managen und daraus Entscheidungen abzuleiten.